Wie kann man Menschen dazu animieren, bei regionalen Betrieben vor Ort einzukaufen? Man muss Anreize schaffen. Dies ist im Seniorenbund Ramsau gemeinsam mit Schladming im Rahmen eines Pilotprojektes erfolgreich gelungen. Es wurde eine Seniorenvorteilskarte ins Leben gerufen, mit der man bei über 40 Partnerbetrieben vergünstigt einkaufen kann. Ja, das Projekt soll eigentlich allen Mitgliedern dienen, weil es sind ja, wie ich schon gesagt habe, sehr viele, die sagen ja, wir können an den aktiven Programmen nicht mehr teilnehmen. Und daher haben wir da also einen zusätzlichen Anreiz geschaffen, auch für die Leute, die also eben nicht mehr aktiv teilnehmen können, dass die also auch ein bisschen was haben davon und nicht dann sagen müssen, ah, für uns ist überhaupt nichts dabei. Ich glaube, wir gehen draus, also wir lassen das. Wir sind schon zu alt dafür und so, das Kind dann alles. Weiterhin das Zugehörigkeitsgefühl zum Verein zu stärken, ist eine Absicht dieses Vorhabens. Die andere ist, die regionale Wertschöpfung zu unterstützen. Wie viel eigentlich über Internet gekauft wird, dann weiß man, wie notwendig das ist, dass man da einen Schritt setzt und die Senioren ein bisschen lenkt, das bleibt bei uns und kauft es bei uns ein. Die teilnehmenden Partnerbetriebe decken die vielseitigen Bedürfnisse der Seniorenbundmitglieder ab. Und so finden sich die verschiedensten Branchen im Rabattbüchel wieder. Ich war ganz überrascht, wie ich begonnen habe, die Firmen zu begeistern und da mitzumachen. Nirgendwo einen Kritikpunkt, sondern ja, habt ihr eine gute Idee, das gefällt uns, da machen wir gern mit. Mit diesem Projekt setzt der Seniorenbund wichtige Zeichen und erhält dafür einiges an Zuspruch. Das ist ein unglaubliches Projekt und ich kann den beiden Obmännern in Fritz und in Dieter ja nur gratulieren dazu. Wie gesagt, auch solche Projekte haben keine Gemeindegrenzen. Es braucht auch die Vorangänger, die die Visionen dann umsetzen. Und da haben wir zwar gute Obmänner, zwar gute Seniorenbünde, wenn man so sagen kann, die das dann auch jetzt auch gemacht haben. Und das sind wir sehr stolz drauf. Und es ist auch ein Gedankenzug im Steirischen Seniorenbund gewesen. Nur die Umsetzung hat noch nicht ganz funktioniert, aber das ist jetzt wirklich eine Antriebsfeder für uns, dass wir das in den restlichen Regionen der Steiermark, in den 17 Regionalbezirken, wir haben noch 17 im Seniorenbund, auch forciert wird. Die folgenden Zahlen unterstreichen die Wichtigkeit dieser Kundengruppe für die gesamte Wirtschaft. Der Wirtschaftsfaktor der Seniorinnen und Senioren ist gewaltig. Man muss rechnen, dass die Statistik Austria derzeit ausgerechnet hat, 3,5 Milliarden Euro pro Jahr werden umgesetzt. Wenn man die Busunternehmen hernimmt, zum Beispiel Ramsauer Verkehrsbetriebe, wer fährt denn unter der Woche? Es sind die Seniorinnen und Senioren, das in der ganzen Steiermark. Die ganzen Museen, die Ausflugsziele, die Gasthäuser leben unter der Woche von den Seniorinnen und Senioren. Das Erkennungslogo der teilnehmenden Betriebe zeigt eindeutig, dass man mit seinem Handeln viel Positives geben und bewirken kann.